Jawollo, und der nächste Brocken. Ja, so soll das sein beim Grundangeln am Meer. Wir wollen hier natürlich am besten die Plattfische haben. Und gerne natürlich auch sowas wie Sternenrochen, denn die lohnen sich richtig. Ja, bevor es losgeht, gehen wir natürlich erstmal einkaufen, denn an dem Spot müssen wir vorher erst die passenden Köder haben. Und die bekommen wir hier bei Björns Bait Shop. Da wollen wir hin und da gehen wir shoppen. Und hier gibt es dann eben alles, was das Naturköderherz so braucht. Also natürlich gibt es so eine gesamte Köderbox. Auch das ist natürlich super spannend, denn da haben wir eine riesen Auswahl verschiedener Köder drin. Auch durchaus eine Möglichkeit, sich das mal zu gönnen. Oder aber, und damit bin ich jetzt hier gerade unterwegs, wir holen uns einfach die Wattwürmer. Und ja, die sind verdammt teuer, aber jau, ich zeige dir ja jetzt gleich, was wichtig ist, auf was man achten muss, damit man die Kohlen, die man hier investiert, Kratsching, auch alle wieder reinbekommt. So, jetzt rennen wir erstmal los zum Spot, und zwar hier ganz hinten rum. Einmal an den ganzen Häusern vorbei. Ja, und dann geht es hier an den Spot. Das ist so einer der wichtigen Spots, die immer wieder gut funktionieren. Und ich hatte gerade im Discord gesehen, da wurde hier an der Stelle auch noch einen Sternrochen gefangen. Einfach mal schön als Trophy. Und das wäre natürlich sensationell, wenn hier auch noch mehr Sternrochen reingehen. Die ersten zwei habe ich schon. Na, das ist ja ein Steinbutt. Aber den nehmen wir auch mit. Auch der bringt ja ganz gut Cash. Alter, wie er immer guckt, ey. Hervorragend. Also, direkt wieder raus hier. So, locker flockig. Gar nicht so ganz weit diesmal. Absinken lassen. Und dann perfekt. Ja, und wie gerade schon gesagt, wir kaufen uns natürlich vorher die passenden Köder. Und ja, die sind nicht so ganz günstig. So, nochmal ein bisschen dran ziehen. Da auch. Die sind nicht so ganz günstig und deswegen müssen wir natürlich gucken, dass wir hier möglichst effektiv die Fische fangen, die auch ein bisschen Cash bringen. Und das sind Sternrochen, Schollen. Das sind dann der Steinbutt zum Beispiel. Ja, vielleicht auch noch Doggerschagen und Klischen, wenn die mal hier reingehen. Also das kann immer wieder passieren, dass die hier reingehen. Aber so häufig sind die nicht. Im Moment, jetzt hier gerade, sind Sternrochen bisher und Steinbutt. Ich bin aber auch ganz kurz erst hier. 10 Minuten, 12 Minuten jetzt hier. Also noch gar nicht so ganz lange. Und das heißt natürlich jetzt erstmal abwarten. Ganz wichtig, um so ein bisschen zu lenken, was reingeht. Wenn wir hier die ganze Zeit nur Schellfisch kriegen oder den Seeskorpion, dann ist entweder die Entfernung nicht so passend, das heißt der Spot nicht so ganz ideal, das heißt weiter werfen oder nicht so weit werfen, oder das Wetter ist einfach nicht passend. Heißt also, meistens, oder was man halt immer wieder sieht, bei Regenwetter, also richtig schön verregnetem Wetter, hat man häufiger die passenden Fische. Bei Sonnenschein, klares Wetter, vielleicht warme Temperaturen, hat man das deutlich weniger, dass man dann die Plattfische hat. Und im Moment sieht es so aus, relativ kühl und auch in den nächsten Stunden immer noch Regen. Für heute ist gar kein Regen angesagt hier, trotz allem regnet es gerade. Das ist natürlich sehr praktisch. Der Tag zuvor, also jetzt gerade in der Nacht war ich erst hier, da war sogar noch Starkregen. Also durchaus eben eine Option, wenn man in so einer Regenphase gerade online kommt und man denkt sich, so ein bisschen Grundangeln kann man ja mal machen, dann ran hier, dann auf die Plattfische gehen. Gerade wie gesagt vom Land aus, da kann sich das lohnen. Na, das ist schon wieder ein bisschen zu klein. Ohne Widerstand lässt er sich einkurbeln. Also wahrscheinlich der Verkehrte. Ja, den wollen wir eben genau nicht. Wobei immerhin noch maßig, den lassen wir mal mit drin. Immerhin noch maßig, ein kleiner Schellfisch. Ja, aber die gehen halt eben häufig dann in dieser Gewichtsklasse rein. Also so kleine, vielleicht bis 1-2 Kilo maximal. Und das lohnt sich halt in der Regel nicht, wenn wir eben
wie gesagt, gerade diese teuren Köder verwenden. Das muss halt dann nicht sein. Dann wollen wir eben auch die Fische haben, die sich dann auch lohnen. Generell von der Frequenz her ist das auch nicht so wahnsinnig hoch. Man muss vielleicht auch ein bisschen darauf achten. Manche Bisse kommen relativ zaghaft oder sie kommen quasi als Hebebiss. Dann ist die Schnur mal ein bisschen locker und man sieht gar nicht genau, ist da jetzt wirklich schon ein Fisch dran oder nicht. Auf einmal steht da ein Ausschlitzer und man wundert sich, nanunana, ich habe gar nichts mitgekriegt. Also auch das passiert, von daher immer auch gerne mal reingucken. Es existiert zurzeit ja immer noch dieser kleine Bug, warum auch immer, dass, wenn ein Fisch beißt, die Schrift anfängt zu tanzen. Das heißt, man hat so ein kleines Geflacker immer wieder in der Schrift, warum auch immer, aber es ist da. Und dementsprechend sehen wir halt auf allen drei Routen gleichzeitig, dass irgendwo ein Biss ist, auch wenn wir ihn eigentlich nicht wirklich sehen würden. Denn selbst auf dem Rodpod hier unten, das mit dem Swinger, das passiert halt, oder der zieht halt nicht automatisch stramm. Ne? Ich könnte jetzt so lange ziehen an der Schnur, bis er dann irgendwann wieder stramm ist. Aber ich weiß auch nicht, wie das hier mit der Drift ist. Die ist ja hier auch noch so ein bisschen. Also man könnte natürlich hier die ganze Zeit, wir machen das mal, ja, so immer versuchen, den ranzuziehen. Kriegen wir das hier auch noch hin? Ja, kriegen wir auch noch sogar. Hier passt das sogar gerade noch. Und man geht sogar noch ein Stückchen höher. So. So, jetzt ist er richtig schön stramm. Dann passt das, glaube ich, noch eher. Aber eben auch ohne Rodpod kann man sich ja natürlich auch hier hervorragend hinstellen. Und dann halt immer so ein bisschen drauf achten, dass die Schrift dann vielleicht anfängt zu flackern. Also einfach mal immer wieder so einen kurzen Blick reinwerfen. Ist da was dran oder nicht? Und jetzt halten wir das einfach im Blick. Generell die Frequenz ist eher so mittelmäßig. Das gibt immer mal wieder so Phasen, wo zwei, drei Stück ruhig anbeißen können. Dann hat man auch immer mal wieder einen etwas längeren Drill. Zack, guck mal, da geht schon einer rein. Und gerade bei den Plattfischen und vom Setup, das gucken wir uns natürlich jetzt auch gleich an, muss man natürlich eben gucken, wie stark drillen die, wie lange zieht man an so einem Fisch. Und dann kann das, wie gesagt, ja schon immer ein bisschen länger dauern. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben rein. Ist da wirklich was dran? Ja. Und die Schrift, die flackert auch gerade. Ich hoffe, man kann das in der Aufnahme sehen. Also immer wieder dieser kleine Hüpfer. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf diese Route. Und das sieht auch wieder gut aus. Wir haben so ein bisschen Gegenwehr. Ja, das heißt, das klappt. Grundsätzlich kann man hier tatsächlich auch mit relativ kleinem, oder ich sag mal nicht ganz so starken Setup hin, vielleicht so ab 30 Kilo, also mit einer HSV theoretisch könnte man hier hin, also Setup nicht ganz so riesig aufbauen und dann hier relativ fein tatsächlich auch noch reingehen. Auch das funktioniert wohl. Ausreichend Schnur natürlich draufnehmen, dass man dann eben mit genug Schnur hier dran ist und dann aber auch versucht mit Bremse zu und dann langsam rückwärts laufen. In manchen Situationen halt versucht hier die Plattfische auszubremsen. Es ist natürlich immer ein bisschen ein Risiko, aber man hat eben durchaus die Möglichkeit, hier auch noch ein paar seltene Fische zu fangen. Ich lasse das jetzt mal hier offen in dem Fall. So, der nächste Steinbutt. Nehme ich gerne mit. Nochmal ein bisschen größer. Perfekt. XP sind auch richtig, richtig gut. Ja, und jetzt direkt wieder raus hier auf 35 Meter. Normalerweise peile ich da hinten die Spitze sozusagen an. Heute habe ich mal gedacht, komm, werfen wir mal so hier vorne in Richtung von der Spitze, also von der Bergspitze, nicht hier von der Landzunge sozusagen. Also 35 Meter locker raus. Ich würde sagen, wir gucken nochmal eben jetzt ins Setup rein. Da ist doch nicht schon einer dran. Nee, der sinkt jetzt gerade erst runter. Und dann hängt der gleich so richtig schön. Ja, die hängen wahrscheinlich gleich. Wir gucken mal eben auf der Map, wer es noch nicht gesehen hat. Hier im Fjord. Das ist quasi fast der letzte Schniepi. Weiter kann man gar nicht laufen. Ein ganzes kleines Stückchen geht es bis da vorne noch hin. Und dann war es das. Aber eben hier an der Stelle 35 Meter raus. Und man sieht hier so ganz leicht diese verschiedenen Färbungen und Schattierungen. Von einem weißlichen Blau, dann hier hellblau, so ein leicht Ultramarin. Und dann wird es halt immer dunkler, immer dunkler. Also ich denke mal, wir kommen hier so mit den 35 Meter hier so gerade vielleicht an die nächste Kante. Dementsprechend hängen jetzt die Würmer
an der Kante, an der Schräge und sind noch nicht mal so richtig ganz abgesunken. Also das passt soweit ganz gut. Vom Setup her sind alle gleich aufgebaut. Ich bin jetzt hier gerade, weil ich die dicken Rollen natürlich gerade verwende, auch mit einer dicken Schnur unterwegs. Normal, wenn man hier jetzt so mit 30, 40 Kilo an Vorfach unterwegs ist und die Vorfächer funktionieren tatsächlich auch ganz gut. Muss man nicht machen, man kann auch mit Monoschnur only hier rangehen. Aber die Vorfächer kann man auch ruhig mal testen. Das sind jetzt hier die geflochtenen Karpfen-Vorfachsmaterialien. 4-0er Haken und Wattwurm. Genau. Bleifarbe scheint egal zu sein. Ich habe ähnlich gute Ergebnisse, ob das Stein ist oder ob das hier die Schlammfarbene ist. Also scheint beides zu funktionieren. Und irgendwo ist schon wieder was dran. Hier nicht. Da ist es wieder. Na guck. Gerade erst ausgeworfen. Und wieder ein bisschen was Größeres, beziehungsweise wieder wohl eher einen Plattfisch. Also die machen sich halt immer besonders schwer. Und wenn die groß sind, ich hatte jetzt die Tage an einem anderen Spot einen mit 5, 6 Kilo. Das zieht dann halt richtig, richtig. Und der Drill ist dann auch halt heftig, weil man da quasi kaum gegen ankommt. Ähnlich fast wie so ein Wels. Ja, sehr schön. 1,9er Scholle, auch das lohnt sich. Happy Hour Bonus auch noch natürlich mit dabei. Also das kann man natürlich gut machen. Zack, auch hier wieder direkt raus auf die 35 Meter. In den Clip. Direkt zumachen, absinken lassen. So, jetzt schaffe ich hier nochmal eben nach. Hatten wir gerade angehoben. Und auch hier nochmal ein bisschen nachgezogen. So. Und jetzt hängen die hier wieder an der Schrägen. Ja, so sieht es gerade aus. Ich würde sagen, wir gucken jetzt gerade noch mal kurz in den Kescher rein, wie die denn so Geld- und Silbermäßig sind, ob sich das Ganze denn hier auch wirklich lohnt. So, Kaffeeaufträge sind nicht drin. So sieht es aus hier nach Preis sortiert. Also in den 20, 22 Minuten jetzt 130 Silber schon. Das ist gut. Denn da sehen wir, es kommt auch das Silber wieder zurück, was wir ja gerade erst investiert haben, an teuren Ködern. Und so muss das sein. Und dann kriegen wir jetzt oder kommen wir jetzt eben auch so langsam in den Plusbereich und machen hier Cash. So viel dazu. Ich mache noch ein bisschen weiter voll die Taschen und hoffe natürlich weiter auf irgendeinen Trophy-Plattfisch. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Bis dahin.